Und willkommen zurück hier wieder bei den Nachbarsbauern. Alter LS, neuer Nachbar, ne, andersrum. Neuer Nachbar. Nee. Scheiße. Neuer LS, alter Nachbar. 20, neuer LS, alter Nachbar. So rum. Ja, mit dem Franken Andi zusammen und ich bin hier am Mulchen Stoppelsturz machen. Soll angeblich 5% mehr Ertrag bringen, wenn man das macht. Wir können mal kurz gucken, ob das auf der Karte auch anders angezeigt wird. Das ist halt wieder sowas, was ich nicht kenne. Oh ja, da ist irgendwie... Er zeigt das an als nicht mehr abgeerntet. Okay. Nee, als... Stoppelsturz müsste es eigentlich sein, aber nee, als Stoppelsturz wird nicht angezeigt. Oh, keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach. Warte mal, hab ich... Oder nicht, ist auch egal. Weil Stoppelsturz hat so eine, Ja, so lila Farben irgendwie. Ja, grünlich würde ich eher sagen. Das ist das oberste, übergegruppert halt, ne? Auf jeden Fall sieht man auf dem Feld, dass irgendwas passiert. Wie gesagt, ob es was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Da müsste man Statistiken erheben und alles irgendwie mal so, mal so, mal so machen. Wir haben das Ding gekauft, dann nutzen wir es einfach. Aber das zieht da wenigstens einigermaßen gut hier. Mulcher. Ja, und dann müssen wir überlegen, was wir als nächstes wieder alles ansehen wollen, noch auf unseren ganzen Felderchen. Und vor allem, wann wir es ansehen können. Mulcher dienen dazu, die Stoppeln zu zerkleinern. Okay. Ich weiß, dass, ich meine, es kann auch sein, dass das, also beim Mais ist es auf jeden Fall ganz deutlich zu sehen. Gut, hier sieht man es ja aber eigentlich auch. Und hier war ja Weizen drauf, also hast du Stoppeln, also, boah. Ich glaube, ich muss mir mal die ganzen Tutorials nochmal angucken. Auch dann nochmal die Thematik, wann walzt man und wann hier und wann da. Und dann brauchst du ja eine Wiesenwalze und eine Felderwalze und oh, alles so komische Sachen. Ja, wir werden es herausfinden, ne? Ja, irgendwann bestimmt. Also das steht hier, also bei den Gerätschaften ist es definitiv nicht, steht es nicht dabei. Also beim Mulcher steht zumindest nur dabei, dass die Stoppeln zu zerkleinern. Ja, und in der Hilfefunktion steht das eben drin mit den... dass es 5% bringt. Da hatte ich ja vorhin geguckt gehabt. Wo steht das denn? Bei der Hilfe irgendwie bei erhöhter Ertrag oder so irgendwie. Verbesserter Ertrag. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dich um dein Feld kümmern kannst, um seinen Ertrag zu steigern. Zweimal düngen, ausbringen, jeweils 23%, alle drei Ernten Kalk ausbringen, 15%, sowie einen Mulcher auf Stoppeln einsetzen, plus 5%. Um einen Ertragsmalus von 35% zu vermeiden, musst du Unkraut entfernen, sonst minus 20%. Und einen Pflug nach Wurzelfrüchten wie Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben und Zuckerrohr einsetzen. Sonst minus 15%. Ja, guck mal, wenn man jetzt... was war das Düngen? 23%?
Ja. Pro Stufe. Nee, zusammen. Nee, doch, jeweils 23%, ja. Ja, guck mal, dann, wenn wir jetzt mal auf mein Haferfeld bezogen, dann sind das 46 plus die 20 vom Unkraut, das sind 66% Einbußen, die ich da hatte. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Der Einsatz eines Mulchers auf Stoppeln erhöht den Ertrag um 5%. Ein weiteres Gerät, das dir hilft, deinen Ertrag zu verbessern, sind Walzen. Wiesenwalzen drücken kleine Steine zurück in den Boden und sorgen für eine Stufe der Düngung. Ackerwalzen entfernen auch kleine Steine und erhöhen deinen Ertrag um 5%. Aha. Also muss man gar nicht Steine sammeln, sondern kann man die einfach mit der Ackerwalze wieder zurückdrücken oder Irgendwie zerstören. wohl bei kleineren geht das wohl, bei großen wohl nicht irgendwie. Immer eine gute Frage. Also ich denke mal, vielleicht sollten wir dann irgendwann auch mal diese, wenn die funktioniert, die Produktion. Es gibt ja eine Produktion, wo du aus den Steinen Kalk machen kannst. Was? Die hat aber wohl noch Fehler aktuell, habe ich gelesen. Also da muss man mal warten, bis es da vielleicht eine neue Version noch gibt. Weil dann macht eben der Steinesammeln wirklich Sinn, weil irgendwie diese 96 € für 1000 Liter, die du da irgendwie bekommst oder wie viel das sind, das ist ja wirklich gar nichts. Ja, allerdings. Da ist das schon, macht das Ganze einfach wieder Sinn, finde ich. Aber es ist, also was mich ja wieder voll von den Socken haut, wie komplex das Ganze wieder geworden ist, ne? Ja. Was ich aber wieder ein bisschen schade finde, dass die Informationen nicht so, dass zu wenig Informationen bereitgestellt worden sind, werden. Was mich am 19er so ein bisschen gestört hat, da war so ein bisschen alles vorgekaut und bis ins tiefste Detail erklärt, was ich nicht so schön finde. Ich meine, die Informationen sollten schon irgendwie da sein, aber ich brauche es jetzt nicht hier vorgekaut auf Häppchen halt, ne? Und jetzt haben sie hier ein bisschen zu arg gespart mit den Informationen. Ja. Oh, der Mulcher tut auch das Gras mit entfernen auf der Seite. Oder zumindest irgendwie eine Stufe zurücksetzen. Das ist jetzt ganz kurz auf einmal. Da muss man vorsichtig damit arbeiten. Ja gut, der Feldrand ist mir auch egal da. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir das Feld gleich vorbereitet. Au. Tiefer muss ich. Ja, guck mal, es geht schon wieder auf 8. Nach 18 Uhr haben wir schon hier in-game. Die Zeit rennt auch ganz schön. Ist Wahnsinn, wie die Zeit hier los rennt. Ich meine, das Phänomen ist ja mittlerweile schon durchaus bekannt, ne? Bei den Nachbarsbauern geht es immer so ratzfatz. Ja, das stimmt. So, das Stoßsammeln ist halt nur ein bisschen zäh und wenn ich das so gucke. Ich bin am Überlegen, ob ich für mein zweites Feld mir nachher kurzfristig einen großen Ladewagen miete. Ja, du, dein Weg ist ja relativ kurz. Oh. Aber da liegt halt doch auch eine Menge, weil das ist ja dann das größere Feld noch. Ja, ich muss halt jetzt mal da über die halbe Karte donnern zum Verkaufen. Ja, das ist schlecht. Meine, einlagern will ich es auch nicht, weil, was will ich damit? Ich meine, ich könnte es halt im Winter verkaufen, wenn es vielleicht mehr gibt, aber das ist mir Ja, aktuell nicht wert. und ich glaube, beim Stroh wird der Unterschied auch nicht allzu
groß sein. Wie jetzt bei Getreide oder anderen Sachen, wo der Preisunterschied doch ganz schön gewaltig teilweise ist. Ja, wie gesagt, ich werde auch mein Lager einmal voll knallen und der Rest geht dann auch in Verkauf. Das heißt, ich könnte ja mal kurz. Das sollten wir vielleicht einmal kurz anhalten. Ich will mal gucken, was ein Ladewagen im Mieten kostet. Ladewagen. Den Sindiermitteltank, den kann man ja auch noch dazu nehmen. Ja, den habe ich aber weggelassen erstmal. Ja, 10% mehr Ertrag. Bringt der. Auf was? Auf alles, was du mit dem Pickup aufsammelst. Okay. So ein großer Ladewagen, 6.300 in der Miete. Das geht doch. Also zumindest habe ich das gelesen. Es soll wohl auch beim Stroh eben höheren Ertrag geben, nicht nur bei Gras oder so. Okay. Ja gut, die kann ich ja noch dazu rüsten. Ja. Ja, das Problem ist auch, wenn der Ladewagen zu groß ist, dann hast du halt auch Schwierigkeiten schnell mit dem Schlepper halt, ne? Weil er muss es halt auch ziehen können. Ich weiß nicht, wie viel Power du hast, aber ich habe 170 PS, glaube ich. Ich glaube, ich habe... Was habe ich? Da 240 habe ich. 240, alter Schwede. Ja, ich habe ihn gleich in der größten Motorisierung genommen. Ja, das hätte ich mit dem Case sicher auch machen können, aber es hätte 50.000 mehr gekostet. Das war es mir noch nicht wert, so groß sind die Maschinen ja noch nicht. Ja, ich dachte mir, wenn schon, denn schon, lieber einmal wieder richtig investieren und dann hat man erstmal Ruhe. Gerade mit dem Flug, da kann es dann eben, ein bisschen mehr Leistung ist dann immer gut. Ja, allerdings. Weil wir hatten auch wir hatten auch noch eine Flugmission hier auf der Karte gemacht. Da konnten wir nur bergab fliegen. Hochzus hast du mit 2-3 km/h bist du da gefahren. Das bringt dann auch nichts. Dann lieber leer hochfahren und wieder bergab fliegen. Das leckt gerade etwas. So. Oh. Wieso geht jetzt die... Das muss ich auch nicht kapieren. Oh, ja gut, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ha, wieder was gelernt. Aber ich bin eigentlich gerade ganz froh, dass ich den Siliermitteltank nicht habe. Noch mehr Stroh. Ja. Schwierig. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich dann Ding mache, Heu, da macht es dann, denke ich mal, wieder Sinn. Ja. Wobei ich werde auch beim Stroh, werde ich den gleich mit dazu nehmen. Ist denn eigentlich die Prima mit dabei? Nee. Also Pellets gibt's doch gar noch nicht. Nee. Krone ist allgemein relativ dünn gesät aktuell noch. Was schade. Shop nach Krone. Du hast den großen Häcksler mit den Aufsätzen, den Big M, also den Rasenmäher und den Schwader. Das ist alles, was du von Krone hast. Okay. Also keine Pressen, nichts. Weil die Pelletpresse, die würde da schon. Schon Sinn machen, halt, ne? Ach, ja, da muss man halt gucken, ob die Jungs von. War das Vertex Design, glaube ich? Oder wer auch immer das Strohbergens Add-on gemacht hat, ob die was. Okay, weitermachen, die Jungs. Die beste Info, die ich neulich irgendwann gelesen habe, ist, dass die Leute von Autodrive doch weitermachen. Okay.
Da war ja nicht klar, weil die waren wohl ein bisschen angesäuert auf Giants, wo es geheißen hat, wir wissen nicht, ob wir überhaupt weitermachen. Aber sie haben geschrieben, im stillen Kämmerlein arbeiten sie schon dran. Und das finde ich schon mal gut. Und bei Curseplay, die sind sowieso dabei. Also wird es das alles demnächst auch wieder geben. Oh, mach nicht so schnell. Eier. Ja, irgendwas habe ich doch schon gelesen, dass aber im Singleplayer nur geht. Weiß nicht, ob es Curseplay war oder was anderes, aber ich verfolge das ja nur mit einem halben Auge. Ja, ne, die ersten Versionen von VCA, die waren im Multiplayer noch nicht gangbar, aber die jetzt inzwischen geht. Die bringen ja teilweise zurzeit irgendwie drei, vier Versionen von VCA am Tag raus. Wenn du da auf dem GitHub guckst, da hast du kein selten, dass irgendwie die aktuellen Dateien älter wie drei, vier Stunden sind manchmal. Wahnsinn. Wie viel Herzblut die Jungs da reinstecken, ne? Ja, also das ist wirklich den größten Respekt. Ja, Chapeau, kann man nur sagen. Und eben auch gerade das, wenn man bedenkt, dass nach einer Woche im Grunde die ersten Skript-Mods schon rauskommen. Wie lange hat es im 19er gedauert, bis da irgendwelche Skripte da waren? Und hier, pupp, manuelles Ankuppeln, VCA und hier und da und dort, alles funktioniert relativ fehlerfrei. Ja, ich glaube, das liegt aber an Giants auch, ne? Weil ich glaube, das Skript wurde gar nicht mal so hart verändert, so dass das eigentlich ganz viel Copy-Paste eigentlich ist. Ja, es ist einfacher, also zumindest habe ich gelesen, dass eben der Wechsel von 17 auf 19 komplexer war, wie jetzt von 19 auf 22. Aber wie gesagt, ich finde es gut, wenn die Modder gut arbeiten und uns mit schönen Sachen versorgen einfach. Dann Allerdings. macht das auch gleich wieder wesentlich mehr Laune, das Ganze. Ja, weil das Spiel lebt halt von den Mods, ne? Und von den Ja, Modder auf halt jeden Fall. einfach, ne? Auf Ich jeden Fall. meine. Auch wenn man sagen muss, was inzwischen in dem Grundspiel drin ist, ist halt auch schon aller Ehren wert. Ja, aber Karten können sie halt immer noch nicht, ne? Also, ich meine, die sieht echt schön aus, die Karte, aber weiß nicht, so eine Modkarte ist halt immer noch eine Was Schippe besser. anderes. Ja. Das stimmt. So, guck mal, das passt doch. Dann bin ich fertig mit Mulchen. Ja, ich bin auch fast fertig mit Strohhalm sammeln. Da mache ich nächste Woche weiter. Oh yeah. Ja, das wird ja wohl noch 2, 3 Minütchen dauern, bis ich hier fertig bin. Aber So. das Geld geht nach oben, das ist doch okay. Oh, das ist die Hauptsache. Wenn es Also, was bringt. ich bin mir relativ sicher, dass ich das Stroh noch nicht mal in das Lager reinbekommen hätte, weil es wäre einfach zu voll gewesen. Wie gesagt, guck mal, das kleine Feld, was ich habe, das sind 130.000 Liter. Das heißt, ich habe nur noch 120.000 Platz in dem Lager, dann ist das voll. So, jetzt will ich mal gucken, wie meine Eier hier aussehen. Ich habe noch nie Eier im LS22 gesehen. Oh, da ist eine Palette mit Eiern. Oh, cool. Yay! Die ist ja toll gemacht. Was? Wie? Die ist toll gemacht? Moment. Moment. 210 Eier sind 62 Kilo. Die Eier sind aber schwer hier. Warte mal, das müssen wir mal kurz nachrechnen. 62 Kilo, das sind 62.000 Gramm durch 210. Das heißt, die Eier wiegen hier 300 Gramm. Wow, das sind Straußeneier. Moment, Moment, Gaggi, bevor du Feierabend machst, ich komme kurz rüber, ich muss mir deine Straußeneier angucken. Mach das. Ich Da ist bin aber schon Sch im Anflug. Vorsicht! Hallo, weg da, ich komme hier. Hä?
sehe nichts. Ja, ich habe hier auf die Straße geschrien, weil ich ohne Blinken und ohne Rücksicht einfach... Oh! So, wo bist du denn? Ah, da unten. Hier hinten, unten. Sehen auf jeden Fall schöner aus wie diese komischen Pappkartons im LS19. Ja, und warum sitzt da ein Huhn drauf? Legt es gerade noch eins oder wie ist es? Also bei mir ist keins hier drauf. Echt? Bei mir ist da ein Huhn drauf. Das pickt er auf den Eiern um. Oh, Hermann, hallo. Was haben wir hier? Windgeschwindigkeit 0 km/h, Temperatur außen 21. Okay. So, einmal kurz auf Einstellungen, Sprache, Mandarin, speichern. Ciao, Tiagi! Oh, danke. Oh, cool. Hallo. Hallo, Hüferchen. Ah, du bist ein Hahn. Du siehst wie ein Hahn aus. Machst du deine Arbeit gut? Also Gacki, ich will ja nicht meckern, ne? Aber 180 Hühner hätte ich mir irgendwie mehr vorgestellt. Ja, die sind in verschiedenen Parallelwelten. Ach so. Ach so. Kann man... Das Ding kann man doch bestimmt hoch und runter fahren, oder? Kann man den zumachen, den Hühnerstall? Keine Ahnung, habe ich bis jetzt nichts gesehen. Ich glaube nicht. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Hilfe. Upsa. Ach, da ist ja gleich so ein Tank. Da kann. Ach ja, das ist ja cool. Da kann man das Getreide abkippen. Mhm. Aber gewachsen sind sie noch nicht. Reproduktion ist noch bei 0. Obwohl er sagt, Gesundheit kleiner 0%. Ja, das kommt auch aufs Alter drauf an. Wie alt sind deine Hühner? Ich habe die Erwachsenen genommen. Ah, okay. Bei den Pferden genauso. Sonst würden ja die Eier nicht drin liegen, ne? Ja. Aber ich muss sagen, das sieht auch schön aus. Aber wir haben auch. Dass ich eine Palettengabel habe. Also ich bin mir ein bisschen unsicher. Also ich traue der Anzeige hier in deinem Display nicht, weil wir haben August und 21 Grad draußen. Also weiß nicht. Ich glaube, die flunkern. Laut Wetterbericht haben wir gerade 28 Grad. Ja, siehst du, das glaube ich dann schon eher. Du, Gacki, ja. Wie sieht's aus? Ich sehe es. Ich glaube, wir machen Feierabend für heute. Zumindest erst einmal schon mal für YouTube machen wir Feierabend. Und ich denke, Twitch ist auch gleich Ding. Ja. Morgen sollte es weitergehen hier mit einer neuen Folge bei YouTube für euch. Twitch sehen wir uns auf jeden Fall auch nächsten Freitag. Abends, ja, so 18 Uhr. Ja, hört sich gut an. 18, 19 Uhr, so wie üblich irgendwie. Ja, passt ja. Guck mal, wir haben es gerade 19 Uhr. Perfekt. Jo, damit sage ich jetzt erstmal Tschüss und ja, macht es gut. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Daumen nicht vergessen.